Hallo zusammen zu einer neuen Folge in der Serie «Was hilft uns, gesund zu glauben?». Und das Ziel ist von dem, ich möchte einen gesunden Glauben fördern. Als Vineyard Basel wollen wir einen gesunden Glauben fördern und nicht nur auf der Ebene sein, ist es richtig oder falsch oder besser oder schlechter. Wir haben bereits einige Kriterien angeschaut, die mir helfen, wenn ein Glaube gesund ist. Das, was ich heute sage, ist für mich ganz ein wichtiges Kriterium. Nämlich Barmherzigkeit und der Dienst bereits Herz. Damit Glaube gesund ist, muss er bereichert sein und gemixt sein mit Barmherzigkeit und mit einer Dienstbereitschaft. Jesus selber hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und Jesus hat das geglaubt und zeigt, er war für Menschen da gewesen. Und ich merke so oft, wie viele Meinungen sehr schnell und Christen und Gemeinden und Leiter, wenn sie etwas vertreten, sehr schnell unbarmherzig werden, wenn jemand nicht gleicher Meinung ist. Dass wenn jemand anders glaubt oder an einem anderen Punkt steht, dann verurteilt man es. Und dann wird man unbarmherzig. Aber ich meinte, Barmherzigkeit, das darf niemand besser können als wir Christen. Das müsste das Markenzeichen von uns sein, wie so ein Herzschlag von Gott entspricht. Ich erlebe aber immer wieder, wie es Menschen gibt, die so schnell bereit sind, die Liebe zu opfern auf dem Altar von der Wahrheit. Aber das ist nicht wahr, das ist nicht richtig, so ist es richtig. Und dann ist man bereit, jegliche Barmherzigkeit, jegliche Liebe über Bord zu werfen, nur damit es richtig ist. Aber wisst ihr, man kann mit der Wahrheit jemanden zu Tod schlagen, wenn es noch so wahr ist. Aber wenn er tot ist, dann hast du verloren. Was uns aber bewahrt, dass wir jemanden nicht zu Tod schlagen, ist die Liebe, ist die Barmherzigkeit. Und darum ist Barmherzigkeit eine unverzichtbare Zutat von gesundem Glauben. Und Barmherzigkeit heisst nicht, dass alles richtig ist, dass es keine Grenzen gibt, dass es keine Regeln gibt, dass man alles machen muss. Nein, es gibt Grenzen, es gibt Werte, es gibt Richtlinien, es ist nicht alles richtig. Aber dennoch hat das, ob es richtig oder falsch ist, noch nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Sondern Barmherzigkeit heisst, wie gehen wir mit jemandem um, egal was er glaubt? Wie gehe ich mit jemandem um, der anders glaubt? Barmherzigkeit heisst, bin ich liebevoll? Bin ich bereit zu dienen oder zu herrschen? Bin ich bereit, Menschen Gutes zu tun oder will ich einfach Recht haben? Barmherzigkeit heisst, bin ich bereit, kleine Sachen in Liebe zu tun? Ob jetzt jemand richtig oder falsch hat, bin ich bereit, barmherzig mit ihm umzugehen, weil die Liebe gewinnt. Barmherzigkeit gewinnt und verändert Menschen. Und Barmherzigkeit sagt ganz viel über unser Menschenbild aus, über das, wie wir Gott auch verstehen und über unsere Herzenshaltung. Wer unbarmherzig glaubt, ist viel schneller in der Gefahr, dass er einen ungesunden Glauben entwickelt. Um gesund zu glauben, müssen wir einen barmherzigen Umgang haben, einen liebevollen, einen dienenden Umgang haben mit Menschen, auch dann, wenn sie Sachen anders sehen und anders glauben. Wo ist das Problem? Ist doch toll, wenn die Leute selber denken und selber ihren Glauben entdecken dürfen. Aber das braucht einen barmherzigen Umgang mit Menschen. Für mich ein ganz wichtiges Kriterium, um gesund zu glauben. Barmherzigkeit. Bis zum nächsten Mal.